Lassen Sie uns nun die Evaluation des Strukturmodells in Smart PLS nachvollziehen. Wir prüfen zunächst, ob unser Modell unter Kollinearitätsproblemen leidet. Wir befinden uns nun wieder in der Oberfläche von Smart PLS und arbeiten in unserem bekannten Modell zur Unternehmensreputation, Extended oder erweitertes Modell, weiter. In unserem erweiterten Modell starten wir den PLS-Algorithmus. Über unseren bekannten Menüpfad berechnen PLS-SEM-Algorithmus. Ich werde jetzt hier nicht nochmal die Standardeinstellung kommentieren, sondern diesen einfach starten. Wir sehen wieder unsere Ergebnisse im Modellfenster und navigieren direkt in unseren Ergebnisbericht auf der linken Seite, der uns weitere Informationen liefert. Wir finden hier unter Qualitätskriterien die Kollinearitätsstatistik WIF. Wir interessieren uns in diesem Fall für die Kollinearität im Strukturmodell, also im inneren Modell. Dazu können wir hier auf inneres Modell Matrixdarstellung navigieren. Die sich öffnende Ergebnistabelle zeigt uns die Varianz-Inflationsfaktoren aller endogenen Konstrukte in Spalten und korrespondierenden exogenen Treiberkonstrukte in Zeilen. Wir stellen uns das so vor, dass wir die Kollinearität für die einzelnen Regressionsmodelle prüfen, die in dem Strukturmodell miteinander kombiniert sind. Das heißt, wir haben einmal ein Modell, das die Konstrukte comp und like erklärt. Wir haben ein Modell, das das Konstrukt Customer Satisfaction CUSA erklärt und ein Modell, das die Kundenloyalität KUSEL erklärt. Und wir schauen uns jeweils das Set an direkten Treiberkonstrukten an. Wir schauen uns also an, wie die Attraktivität, die Corporate Social Responsibility, die Performance und die Qualität als Treiber von Comp und Like hier entsprechend abschneiden und sehen, dass alle WIF-Werte unter 5 liegen, also unter unserem Grenzwert, insofern in Ordnung sind. Eigentlich wünschen wir uns Werte unter 3, das ist hier nicht ganz gegeben. Des Weiteren schauen wir uns das Modell Customer Satisfaction an, für das wir die beiden Treiber sehen, Comp und Like. Werte unter 3, wunderbar. Und wir haben das Modell Customer Loyalty und die Treiber Comp, CUSA und Like, für die wir auch jeweils Werte unter 3 sehen. Da alle WIF-Werte klar unter unserem Grenzwert von 5 liegen, können wir auf jeden Fall schlussfolgern, dass kein kritisches Maß an Kollinearität zwischen den Treiberkonstrukten im Strukturmodell vorliegt. Und wir können insofern mit der Prüfung unserer weiteren Ergebnisse fortfahren. Dieses Video ist Teil einer sortierten Playliste. Wir empfehlen Ihnen die Nutzung dieser Playliste. Einen entsprechenden Link finden Sie in der Deskription dieses Videos.